Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und man hört hier schon im Hintergrund die Monster, um die es in dieser Folge auch mehr oder weniger gehen wird. Ja, wir sind hier in der Hammerson-Steinmetzgerei und wir haben Obsidian gesammelt. 46 Stück, ich war nämlich nochmal unten in der Mine. Na, ihr wisst ja, hier unten geht's, ich zeig euch das. Hier unten, da geht's in die Mine, da. Und da war ich drinne und habe ein bisschen Obsidian abgebaut auf unserer Tour, die gestern ja ziemlich lang gedauert hat, aber wenig Ertrag gebracht hat. Haben wir nicht so viel gefunden und deshalb habe ich hier nochmal ein bisschen Obsidian gesammelt. Ich guck grad mal, wir müssen nochmal ein bisschen Baumaterial hier mitnehmen, denn wir wollen da das alles ein bisschen ausbauen. Ich würde ganz gerne, oh, da haben wir gar keine mehr von. Alle weg? Wir hätten die da rausgenommen. Ach, die sind bestimmt hinten beim Tempel des ewigen Verderbens, der Reisenden, meine ich. Wir brauchen von den Dingern so ein paar. Zaun haben wir dabei, okay. Die Platten hier, die können wir gleich da lassen. Ich habe hier nämlich noch ganz viele Platten gefunden, da. Also keine Schallplatten. Wir haben Eisen, das bringen wir gleich mal zu Volko. Und dann zeige ich euch nochmal was. Ich habe nämlich hier einen Dorfbewohner festgesetzt. Ich weiß, es ist nicht nett. Es ist hier, ne? Die zauberhafte Jasmina. Die hat nämlich ein ganz tolles Angebot. Und zwar hat sie hier eine Diamantrüstung mit Feuerschutz. Ja, Feuerschutz. Und da will sie noch 4 Smaragde und eine Diamantbrustpanzer. Und ihr seht ja, wir rennen immer noch hier mit dem ollen Eisenkram rum. Das Angebot ist natürlich top. Das wollen wir mal machen, sage ich einfach mal. Wir haben ja noch ein paar Diamanten. Wir haben ja keine neuen gefunden, verdammt. Ja, wir haben ja keine neuen gefunden. Und wir haben ein paar Level. Die sollten wir vielleicht vorher, bevor wir uns da ins Abenteuer stürzen, auch nochmal loswerden. Nicht, dass wir da in die Luft gesprengt werden oder so. Moment, jetzt mal ganz ruhig. Alles wird gut, lieber Opa. So, wir haben hier Helme mit Schusssicher. Oh, das ist eigentlich auch gut, ne? Schusssicher 3. Boah, Schusssicher 3 haben wir ganz viele. Die sollten wir wahrscheinlich aber für die Heldenaktion aufbewahren. Gut, wir brauchen ein paar Diamanten. 47 haben wir nur noch. Oh, oh, das wird echt langsam knapp. Dafür haben wir hier ganz viele Smaragde. Naja, es geht so, ne? 5 Enderperlen, okay. Pass auf, Diamanten nehme ich mir mal raus. Dann machen wir uns mal eben hier so ein Brustharnisch. Da gehen schon wieder so viel bei raus. Und dann haben wir noch 39. Oh Gott. Ja, doch, mache ich. Komm, egal. Müssen wir schon machen. Und dieses Feuer, Dings, Bums, Kirchens, da haben wir sie. Diamanten packen wir natürlich wieder zurück. Wir wollen noch ein paar Endertruben bauen. Enderperlen haben wir genug. Da muss ich mir gleich noch mal das Rezept raussuchen. Weil da vorne soll auf jeden Fall bei der Monsterhülle irgendwie eine Endertruhe hin. Dachte ich mir so. So, gehen wir mal wieder raus. Ah, hier mein... Das Lied mag ich sehr gerne, wollte ich damit sagen. Jo. Okay, jetzt machen wir mal den Handel mit der Tante. Mit der Jasmina, der Bezaubernden. Ich hoffe, die hat sich jetzt noch nicht gleich wieder verändert. So, Jasmina, komm mal her. Du wirst ja erstmal festgesetzt, weil du so gute Handelsangebote hast. Das ist nicht nett. Das weiß ich. Aber, nicht anders machbar. Wo ist er denn jetzt? Ich hatte doch eben noch... Ich habe mir doch eben einen Eisenbrustpanzer gemacht. Lalalalalala. Geh nochmal zurück. Das ist ja komisch. Den hatte ich doch eben gemacht. Habe ich jetzt den Eisenbrustpanzer zurückgelegt und die Diamanten... Ah, alter Verwalter. Ja, das ist, wenn man sich die ganze Zeit überlegt, was man macht. Und dann macht man genau das Gegenteil. Ja. Okay, da ist er. Ja, ja, ja. Und die 39 Diamanten legen wir natürlich zurück. Ich nehme mir mal eine Enderperle mit. Da müssen wir bald mal sammeln. Das stimmt. Da müssen wir bald mal sammeln. Lalalalala. Feuerschutz ist nicht schlecht. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wir brauchen noch... Oh, guck mal. Neue Dorfbewohner. Mit roten Haaren. Ganz viele momentan da. Die alle noch keinen Namen haben, bis auf eine. Bis auf die Olga. So, das und 1, 2, 3, 4. Und jetzt gib mal her. Ja. Ja, jetzt kannst du dir das überlegen. Hier haben wir jetzt unseren tollen Brustharnisch. Den alten, den bringen wir hier mal zu den Tagelöhnern. Tagelöhner hat es schon lange nicht mehr gegeben. Da muss ich mir nochmal irgendwie ein neues Konzept überlegen. Das war noch nicht so richtig ausgereift.
Ich glaube, hier ist so Werkzeug, da können wir die mit reinpacken. Ja, hat er wenigstens, hier ein paar Pfeile sollte er auch haben, wenn er schon Bogen hat, ne? Und das Schwert können wir ja auch mit reinpacken. Ja, und einen Eimer. Oder brauchen wir einen Eimer? Ja, okay, jetzt bringen wir erstmal das Eisen zum Volko, ganz schnell. Hallo Volko. Oh, sein Amboss wird langsam rostig, das heißt, der wird langsam schlechter. Gut, die Kohle packen wir ja auch rein. Und dann kommt das Eisen in den Ofen. Ja, haben wir wieder ein bisschen was, das ist noch von unserer Höhlentour. Jetzt latschen wir nochmal zurück. Ein Ei. Ich muss immer einen Platz frei halten, den Eierplatz sozusagen. Aber was zum Teufel soll ich denn mit diesem Ei? Da kommt's runter. Bam. Und Huhn? Huhn? Nö. So, jetzt gucken wir nochmal der Tante, ob sie sich noch was Neues überlegt hat. Und dann schreiten wir gleich zur Tat. Ja. Oh, das ist gut. Komm her, das machen wir mal einfach mal. Die drei Glowstone nehmen wir mal mit. Ja, überleg dir nochmal was. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal ganz anders hin. Wir holen uns nämlich ein paar Hühnchen. Wir müssen nämlich wieder an Smaragde kommen. Wir haben jetzt ja einige verhandelt. Also eine reine Verhandlungssache. Und da es ja so viele neue Dorfbewohner im Pillemann-Haus gibt, werden wir da mal gleich mal, bevor wir jetzt mit dem Obsidian für den Heldenberg, weiterbauen, werden wir jetzt gleich mal sehen, dass wir da ein paar Handel abschließen. Und ich glaube, hier sind ja so viele Hühnchen getötet worden und die müssen ja irgendwo abgeblieben sein. Wahrscheinlich hier irgendwo in den Kisten. Ich schätze mal, hier sind... da. Oh, guck mal. Da nehmen wir uns jetzt mal 2, 3 Stacks, 4 Stacks raus. So viel nur braucht kein Mensch. Und ich habe die Mosi-Cobblestone-Texturen erneut auf Delfinus-Anraten überarbeitet. Die sind jetzt dunkler. Aber ich finde, jetzt sind sie echt cool. Ja, ich muss die hier unten auch noch so ein bisschen grün machen, damit die, wenn die im Boden sitzen, haben wir hier irgendwo ein Beispiel. Ne, jetzt nicht direkt. Damit die dann auch gut wirken. Ja. Oh, hier eine Hundsgräbermauer ist alles okay. Oh, Hüftlein. Unglaublich. Hatte ich schon lange nicht mehr. Oder? Doch. Nein. Ah. Ja, der Weihnachtsmarkt. Den wollten wir umbauen zum Frühlingsmarkt. Bald können wir den umbauen zum Sommermarkt. Aber wir haben immer so viele Sachen, die wir machen müssen. Ich habe gerade keine Knochenmehl dabei. Könnte ich euch was zeigen? Naja, gut. Ein anderes Mal. Wir wollen uns auf eine Aufgabe konzentrieren. Und das ist erstmal jetzt hier neue Smaragde bekommen. Ihr seht da, so sieht das dann von oben aus. Also lassen sich ganz gut an, finde ich. Ist ein bisschen dunkler. Passt natürlich jetzt überhaupt noch nicht hier zu denen. Aber das werden wir noch ändern. Dann werden wir nämlich die Texturen von dem... So. Oh, jetzt bist du ein Mann. Okay. Hab einen Platz gewechselt. Bann 2. Da seht ihr, das ist doch schon mal nicht schlecht. Obwohl Bann jetzt nicht so ein ganz toller Zauber ist. Aber ich denke mal, wenn wir den noch ein bisschen da stehen lassen, kriegen wir noch ein paar schöne Zauber raus. Gut. Hier brennt lustig das Eisen vor sich hin. Das ist auch gut so. Es kann auch weiter brennen. Ja, Freunde. Wir gehen jetzt erstmal ins Pillemann-Haus. Und erschreckt euch nicht, da ist die Hölle los. Normalerweise. Wenn die jetzt nicht alle abgehauen sind. Hoffe ich doch mal nicht. Nee, da rennen sie noch rum. Und da werden wir mal sehen, dass wir hier ein paar Hähnchen an den Mann bringen. Zum Beispiel bei Ilsbilse. Ja, Diamant-Axt brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier stehen sie schon vor der Tür. Hier können wir alles günstig erhandeln. Hier sind nämlich die Sozialdorfbewohner. Also aus den Sozialwohnungen. Hallo Leute. Es wird dunkel, ne? Kann ich bei euch mal eine Nacht verbringen? So. Okay, nein. Oh Gott. Müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. Am besten wir pennen erstmal hier. Gleich. Oh Gott, was hier los ist. Was mit dir? Willst du nicht Hühnchen kaufen? Hühnchen kaufen? Nein. Okay, pennen wir erstmal. Können wir noch nicht. Oma? Ja, ihr seht schon, hier ist echt die Hölle los. Ein paar wollten noch Hühnchen kaufen und die finden wir. Keine Angst. Auch in diesem ganzen Gewusel. Ein neuer Tag und wir wollen unsere... Wir sind die Hähnchenhändler aus Hunsgrab. Na? Oh, die gehen auch hier schon in die zweite Etage. Willst du Hähnchen kaufen? Hier waren noch Leute, die Hähnchen kaufen wollten. Oma, du nicht, ne? Das weiß ich. Gucken, ob hier hinten noch wer ist. Ja, vielleicht in der Kantine unten, dass da die Leute Hähnchen kaufen wollen. Das kann sein.
Also ihr seht schon, die haben das hier voll eingenommen. Boah. Und das schlimmste Wohnung ist, glaube ich, die da hinten. Was mit dir? Ey, Leute, ihr habt doch immer Bock auf Hähnchen. Bock auf Hähnchen? Bock auf Hähnchen? Gibt's doch gar nicht. Hier ist, glaube ich, am meisten los. Ja, hier kommt man auch gar nicht rein. Diese Wohnung ist, sind wir jetzt drinne? Jetzt sind wir drinne in dem lustigen Treiben hier. Oh, guck mal. Haltbarkeit. Hähnchen? 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 Jetzt wollen die alle keine... Doch, hier. Ah, geht doch. So. Ah, wolle Hähnchen kaufen? Ja, ihr kriegt alle eure Hähnchen. Ich glaube, jetzt geht's nicht mehr. Nee. Ja, gib mir mal die Hähnchen wieder. Alter. Gib mir mal die Hähnchen wieder. Na. Das ist nicht normal. Ich stelle mich hier aufs Bett. So, jetzt einer nach dem anderen. Du willst keine Hähnchen. Du? Ach, Enderperle, okay. Du willst auch keine Hähnchen. So. Wer ist denn von euch hähnchenwillig? Ich glaube, hier haben wir echt ein ganz schönes Fass aufgemacht. Du da, Hähnchen? Du grinst so. Ja, ich glaube, es hat wenig Sinn, jetzt hier noch... wir kommen hier gar nicht mehr raus. Wir kommen hier gar nicht mehr raus, oder? Jetzt sind wir raus. Oh, Freund, nee. Ich komme hier aus der Wohnung nicht mehr raus. Okay. Freunde, so geht's nicht. So, ich dränge mich mal vor. Oh, Hähnchen? Oh Gott, liebe Leute. Schnell raus hier. Wahnsinnspack. Wir haben noch nicht so viel Hähnchen verkauft. Ganz ehrlich. Willst du Hähnchen? Nein. Vielleicht können wir ja 3 oder 4 schlagen, dann wird es übersichtlicher. Nee, ich glaube, wir gehen mal vor die Tür. Ja. Ey, macht mich irre. Willst du Hähnchen kaufen, zufällig? Nein. Ja, ich packe die Hähnchen mal hier rein. So. Vielleicht können wir doch noch welche verkaufen. Ein anderen Mal. Ich habe die Faxendicke von euch, Typen, Pillemann, Freaks. Eine hat Hähnchen gekauft. Na super. Da, 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 da. So, Heldenberg. Heldenberg. Rennen wir mal hin. Wir wollen das ein bisschen verbessern. Dafür müssen wir aber erst ein bisschen was machen. Nämlich hier ein paar Löcher rein, damit die Monster-Spawn-Rate ein wenig gesenkt wird. So, wir müssen jetzt erstmal das Ganze hier wieder ein bisschen freilegen. Und hier ist er recht massiv sogar. Ja, hier kommt er nicht hoch. Jetzt stehen sie alle da unten. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Sieht aber nicht so aus, ne. Ja, wir müssen hier wieder ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Oh, falsch. Warte mal, die Spinnen können da hochkraxeln, ne? Das können wir so nicht lassen. Moment. Nicht, dass uns hier die Spinnen rauskommen. So, machen wir so. Kann die Spinnenwesen nicht raus. Ja, ich hau jetzt hier ein paar Löcher in den Berg, damit das Zombie-Gespawne mal aufhört und das Monster-Gespawne. Damit wir da vernünftig arbeiten können, ne? Wir kraxeln also jetzt ganz hoch auf den Heldenberg. Hier, von Hundsgrab. Ja, wir müssen, die Monster-Items sind natürlich auch wertvoll für die ganze Aktion. So, jetzt ist hier schon mal wieder Licht. Dann machen wir hier auch noch ein paar Löcher rein, glaube ich. Hier so ein etwas größeres. Damit da unten mal Ruhe ist. So. Das müssen wir natürlich hinterher wieder zumachen. So, jetzt ist da schon mal überall hell. Das ist schon mal sehr gut. Ja, gehen wir gleich mal quer hier, au, quer hier runter. Jetzt müssen wir überall ein paar Löcher reinhauen, natürlich im unteren Bereich, damit das Licht da reinfällt. Oben kriegen wir es sowieso nicht ausgeleuchtet. Zum Beispiel hier könnten wir nochmal ein Loch reinhauen. So, da seht ihr schon die ganzen Monster, Biester. Okay, das ist jetzt ein bisschen breit. So ist besser, kann nichts passieren. Oh oh. Ja, das Problem ist nämlich, dass die Creeper uns immer alles wegsprengen. Kennt ihr ja. Habt ihr auch wahrscheinlich zu Hause das Problem ab und zu mal. Und da schleimt irgendwas rum. Ganz merkwürdiges Geräusch. Und deshalb müssen wir da ein bisschen mehr Licht reinbringen. Da hinten, auf der anderen Seite, fehlt noch ein bisschen Beleuchtung. Und dann hauen wir die erstmal alle tot. Dann hauen wir die erstmal alle tot. Und dann geht's, glaube ich, auch schon besser. Meine Güte. Ach, Herr Jemine.
Ja, wir müssen bald, schon sehr bald. Ah, hier ist auch ein bisschen mehr Licht. Seht ihr? Wo ist jetzt noch dunkel? Ach, da hinten, okay. Die Löcher müssen wir natürlich hinterher alle wieder stopfen. Aber die Arbeit machen wir uns einfach mal. So. Ist ja auch hell. Wir sollten jetzt allerdings hier nicht reinspringen, weil dann werden sie uns töten. Die werden uns echt töten. Die sind ganz schön sauer, dass wir die da einsperren. So, jetzt hier von der anderen Seite nochmal. Und dann dürfte es hell genug sein, hoffe ich doch. So. Ja, da vorne ist noch eine Ecke, wo es noch ziemlich dunkel ist. Da ist unser Ausgang direkt. Also, dann können die direkt da am Ausgang spawnen. Das wäre schlecht. Ja, jetzt sagt euch, jetzt macht er alles wieder kaputt, was er da aufgebaut hat. Oh, hier, in voller Blüte. Könnte mal einer abernten. Abernient. Ja. So, jetzt machen wir hier auch noch ein Loch rein. Dann ist so, hier ist doch aber ein Loch. Fällt da trotzdem kein Licht rein? Na gut. So, ja gut, jetzt schlagen wir die erstmal tot. Dafür machen wir hier erstmal auf. So, jetzt kommen die auch schon alle. Jetzt kommt die auch schon alle, wa? Ja, guck mal her. Zack, au. Ja, kommt auch schon ein Creeper. Wunderbar. Ja, schieß mal auf den Creeper. Schallplatte. 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 Also. Schallplatte. Na komm. Okay, jetzt seid ihr dran. Da liegt sie schon, die Schallplatte. Bitte nach der Reihe. Bitte nach der Reihe. Da kommt der nächste Creeper. Das ist ganz schön kompliziert. Nein, nein, nicht explodieren. Man kann das machen. Man kann das schon irgendwie hinkriegen. Okay, jetzt sollten wir hier vielleicht mal dicht machen. So, dann können wir hier zumindest erstmal, kann uns hier keiner reinkommen. Nur ein Creeper könnte sich da vorstellen. Wenn wir das so machen, ist noch besser. Dann kann er uns nicht sehen, dann kann er auch nicht explodieren. Jetzt würde ich nämlich diesen Bereich hier erstmal mit, ich hoffe, die Monster sind nicht so laut. Das wäre für diese Folge ziemlich fatal. So, jetzt können wir das nämlich alles schon mal, die Schallplatte ist eine normale, können wir ins Sammelschallplattenalbum stellen. Müssen immer, können wir da Fackeln reinstellen, dass es hier ein bisschen heller wird. Ja, es leuchtet wieder ein bisschen was aus, da dürften jetzt nicht mehr so viele spawnen. So, das Obsidian, wie schon gesagt, 46 haben wir jetzt im Endeffekt. Da würde ich jetzt hier erstmal was verbauen. Hier im Grunde so ein Tor hinmachen. Da können jetzt keine Endermänner durch, das ist schon mal nicht schlecht. Und dann den hinteren Bereich erstmal so mehr oder weniger auskleiden, dass wir uns den nicht wegsprengen können. Genau. Jetzt rennen sie da alle vor der Tür rum. So, zack. Und hier unten müssen natürlich auch noch einer rein. Oder machen wir es ganz stabil? Oben haben wir es jetzt. Sollten wir unten vielleicht auch. Obwohl, wenn sie die wegsprengen, ist gar nicht so schlimm. Hm, doch, komm. Egal, das machen wir jetzt ganz robust. Also sozusagen fast schon ein kleines Enderportal. Ah, sehr witzig. Lalala, aber Gott sei Dank haben wir unsere Effizienz- und Haltbarkeitsspitzhacke. Und mit der geht's auch noch, dauert es auch noch sehr lange. Wir dürfen uns also mit Obsidian, das ist ganz klar, nicht so oft verbauen. So, hier in dem Bereich würde ich das jetzt auch etwas auskleiden. Allerdings drei breit. Mal sehen, wie weit wir da überhaupt hinkommen. Oh, Höhlengeräusch. Oder war es etwas anderes? So, Sonne geht langsam unter. Aber dann haben wir das wenigstens ein bisschen ausgekleidet und dann kann nicht immer alles weggesprengt werden. Oh, okay, hier müssen wir dann was machen. Haben wir da sonst eine Obsidian-Stufe? Da ist schon ein Creeper. Ich habe deine Füße gesehen, du Creeper. Haben wir jetzt ein Bett mitgenommen? Ich glaube nicht. Das ist total gut. Ich halte mich an meine eigenen Regeln nicht. Das ist echt spitzenmäßig. So. Wir haben kein Bett, ne? Ja, da rennen wir gleich rüber da zur Bude. Und dann besorge ich mir auch ein Bett. Keine Angst. Oh, ist echt gar nicht so einfach. Man sagt das immer ein Bett dabei haben. Ja, komm, wir machen mal wieder dicht. So, wir haben noch 18. Oh, das wird eng. Das wird sogar ganz schön eng. Ja, mehr kann ich das aber nicht auskleiden. Das geht beim besten Willen nicht, Freunde. So. Hier kommen wir vielleicht noch einmal rum. Hoffe ich zumindest. Dann haben wir hier so einen Eingang. Da ist schon ein Creeper. Der sieht uns aber nicht, dann explodiert er auch nicht. Hat der Schavo gesagt. Und was der Schavo sagt, das ist richtig auch. Okay, wir gehen einmal pennen.
Ich mache hier sicherheitshalber doch nochmal zu. Nicht, dass ein Enderman da vorne einen Block klaut. Warum spawnen jetzt immer noch so viele Monster? Hüpf über Schild gesprungen. Soll doch eigentlich nicht. Hier war, glaube ich, ein Bett drin. Ja, sogar zwei. Gucken, ob in den Truhen irgendwas drin liegt. Nö, alles leer. Können wir gleich mal ein bisschen was reinmüllen. Da werden wir einmal kramslos und zweimal werden wir dann, also zweitens werden wir dann auch, ja, Knochen und so, das kommt alles zur Monsterfalle. Dynamit. Jö, den Rest behalte ich alles. Puh. Er hat nur ein bisschen Dynamit. Wahrscheinlich wird das mal hier, ist ja, ne, Attentäter. Baut sich eine Bombe und sprengt uns alle in die Luft. Kann passieren, darf aber nicht passieren. So, weiter an der Monster-Eingangsbereich Dingskirchens. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, nämlich oben das Dach. So viel Steine haben wir, glaube ich, gar nicht. Oh, schnell wieder zumachen. Das sind 9. Wir haben noch 9. Das passt. Oh Gott, das passt. Unglaublich, dass das passt. So, das noch weg und das noch weg. Dann müssen wir gleich wieder ein paar Monster totschlagen. Es sind 9, also das weiß ich zufällig. Oh, da hätte jetzt auch, ne? Muss man vorsichtig sein, nicht, dass da Kies drüber ist. Verbauen sollten wir uns jetzt möglichst nicht. So, du kommst auch noch weg. Jo. Und dann haben wir hier so einen kleinen, gerade im Eingangsbereich, so einen kleinen Raum, der zumindest geschützt ist, wo sie uns nicht alles wegsprengen können. Ja, von außen müssen wir das Ganze dann auch noch schick machen. Und dann sollten wir hier diese Steine wegnehmen. So, also, ganz kurz mal überlegen. Man geht hier rein. Dann müsste hier eigentlich zum Block. Ja, dann kann man das absichern. Aber, man müsste hier einen Pistenrad runter machen, ne? Dass man den hochfahren kann. Ja, wäre alles möglich. Okay, ich nehme das erstmal weg hier. Okay, jetzt werden sie gleich kommen. Schätze ich mal. Ja, Spinne kann noch nicht. Spinne kann noch nicht kommen. Oh, Endermänner. Also alle sind schon da. Hurra, hurra. Ich gehe mal raus. Zack. Ja, jetzt kommen erstmal nur die Zombies durch, ist klar. Machen wir die erstmal alle kalt. So. Popel geht das auch. Ja, kommt ruhig her. Mit ein bisschen Abstand kann man das ganz gut machen. Aber normal müssten wir uns hinten vor die zweite Tür stellen. Hier müssten wir uns nochmal hinstellen. Das wäre viel besser. Okay. Jetzt nehme ich die beiden Blöcke nochmal weg, weil die Spinne kam eben auch durch. So sieht es in der Monsterhöhle aus. Da kommt schon ein Creeper. Uah, da kommt schon ein Creeper. Hinfort mit dir, Creeper. Uah. Hahaha. Oh, es hat ja super geklappt. Also, Freunde, wie machen wir es? Erstmal einen Creeper natürlich totschlagen. Ja, komm. Komm, geh weg. Ja. So. Ich mach mal hier einen Bratzen hin. Wenn hier ein Tor wäre. Da, ich sehe dich, Creeper. Wenn hier ein Tor wäre, das könnte uns zwar weggesprengt werden, theoretisch. Aber, wartet mal, haben wir Holz dabei? Natürlich nicht. Hier könnten wir den Bereich ein bisschen größer ziehen. Wartet mal. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht, aber es ist gar nicht so einfach, hier was Effektives zu bauen. Ich will ja auch nicht einfach nur so eine Monster-Arena-Dingsbums bauen. Das fände ich, weiß ich nicht, fände ich jetzt nicht so schön. Sondern ich will da schon irgendwas Besonderes haben. Und das ist gar nicht so einfach. Man könnte natürlich, also ihr wisst schon, nur so ein Monster-Spawner. Hier darf kein Zaun hin. Totaler Blödsinn. Hier müssten dann in die Helligkeit raus. Das tut den Monstern auch weh. Ja, das würde denen auch weh tun. Sehr gut. So und so. Und jetzt hier das Tor rein. Aber wenn wir das Tor jetzt nach da vorne hinpacken würden. Passt mal auf. Ja, hier wollte ich ja eigentlich kein Tor haben. Da hinten sind total viele Endermänner. Die kommen hier aber anscheinend nicht ran. Ja, jetzt kommen wieder die Skelette und Mr. Creeper. Oh Gott. Ja, die kommen jetzt alle rausgelatscht. Ja, wie machen wir das am besten? Ah, hier, jetzt geht das wieder los. Ja, wir wollen mal wieder ein paar Schallplatten haben. Das funktioniert ganz gut. Das funktioniert echt gut. Ja, ich
stelle mich jetzt genau dazwischen. Schallplatte. 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 Wir haben ja echt eine voll die Schallplattenfarm. So. Ja, kommt mal raus hier. Zwei Stück und die habe ich gleich beide noch nicht. Haha. Unglaublich. Ihr seid gefragt, Leute. Wie kann ich das hier vernünftig verbessern? Du kommst nicht ans Licht, ne? Ich könnte zumindest hier schon mal... Warte mal. Freunde. Hier kann mir nichts passieren. Ich kann nicht lustig ein Steak essen. Und dann hier so um die Ecke rumschlagen, was ich auch ganz nett finde. Also... Jetzt habe ich ja die Schnauze voll. Jetzt komme ich da. Ich komme jetzt da rein. Spinnst ja wohl. So. Ich sammle jetzt die Sachen hier auf erstmal. Wir müssten hier im Grunde. Müssten wir das hochfahren können, ne? Ja, komm her. Hier kommen wir schon wieder. Das ist echt total cool. Aber mit dem Zaun, das ist noch gar nicht so cool. Wenn wir hier, könnten wir zum Beispiel die Dinger rausnehmen. Ne? So. Da könnten wir hier trotzdem noch schön zuschlagen. Wenn wir hier jetzt Halbstufen reinpacken würden, wartet mal, das probieren wir mal aus. Hätten wir da so einen Schlitz, ne? Ist richtig. Wo wir durchschlagen könnten. Ist zwar feige jetzt, ne? Aber wir wollen ja hier vorankommen. Am Punkten sind wir schon vorgekommen. Wir sind schon wieder Level 27, ist unglaublich. Und haben schon richtig tolle Sachen hier errungen. Ihr könnt ja mal so ein paar Konzeptideen vorstellen. So wäre es eigentlich blöd. Da könnten wir zwar hier wahrscheinlich durchschlagen. Wartet mal. Wenn wir es unten drauf setzen, wäre das besser. So, ja, da können wir... Nee. Jetzt mir die eine Stufe da reingefallen, ist auch nicht so schlimm. Wenn wir hier so einen Schlitz nur machen. So. Und hier auch noch so einen Schlitz. Gucken wir mal. Weil ich komme jetzt hier an den Block nicht ran. Das ist doof. Das ist also, dieses Konzept hier passt nicht ganz mit unserem Zaun. Oh, die Folge ist eigentlich rum. 27 Minuten schon wieder. Ja, passt auf, ich mache das jetzt nochmal anders. Wir setzen das nochmal ein nach vorne und gucken mal, ob wir an den Zaun rankommen. Ja, ich weiß, du kannst Bogen schießen. Bist ein ganz toller. So. Und dann hier das Tor hin. Hier das Tor hin. Ja. So. Und hier müssen wir uns irgendwie noch was hinbauen, dass wir hier... komm mal raus. Ja, komm doch mal raus. Ich will dir mal einen auf den Dez geben. So. Ja, so ist es eigentlich perfekt. Vom Abstand her. Können wir jetzt hier einen Block hinsetzen. Ja. So können wir hier dicht machen. Und dann können wir hier rein. Das ist also perfekt. So. Jetzt wollen wir mal gucken. So viele kommen jetzt gar nicht mehr. Weil es mich schon ziemlich hell ist. Und dann gehen wir einfach mal rein. Ich habe keine Fackeln dabei. Ja, Spinnen kommen hier nicht durch. Alles gut. Aber Skelette natürlich. Genau, Skelett ist gut. Ja, ist aber irgendwie doof. Ja, wir können die hier jetzt schlagen. Und die können uns aber nicht sehen. Wenn wir jetzt hier Stufen hinmachen, sieht das vielleicht besser aus. Vorsicht. Ah, noch getroffen. Verfluchter Skelettmann. Okay, Folge ist gleich rum. In letzter Zeit sind die etwas länger. Das liegt aber daran, weil ich hauptsächlich nichts gebrezelt kriege. So, wenn wir hier jetzt zwei Stufen hin machen, ja, dann wird das Ding ja noch kleiner. Dann haben wir noch einen kleineren Schlitz. Nee, das müssen wir schon offen lassen. Aber ganz offen lassen können wir es nicht. Wenn wir es so machen, dann können keine Spinnen durch. Oh, guten Tag. Autsch. Ja, aber ist doch gut. Ist doch gut. So, warte mal. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass uns hier die Spinne nicht durchschwuppt. So, jetzt können hier keine Spinnen durch. Wir können aber theoretisch auf das Skelett schlagen, ne? Natürlich können wir auf das Skelett schlagen, aber es kann uns doch treffen. So, jetzt können wir immer rumrennen. Jetzt kommt wieder ein Creeper. Na, komm mal her. Komm mal her, Creeper, Mann. Dong. Und Dong. Wow. Okay, jetzt wollen wir gleich mal gucken. Was hat er jetzt hier zerstört? Gar nichts. Gar nichts. Ich glaube, wir müssen hier auch noch so eine Zauntür hinmachen.
Doch, er hat uns hier alles weggesprengt. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Er darf also nur bis zur Tür kommen. Okay, hier lassen wir offen, hatten wir gesagt, ne? Machen wir nur einen Zaun hin. Und er darf nur bis zur Tür kommen. Wir brauchen also so eine Zauntür. Und dafür brauchen wir ganz kurz 30 Minuten. Leute, ich würde sagen, es geht weiter in der nächsten Folge. Es wird auch gerade dunkel. Und wir besorgen uns ein Bett und dann schlafen wir. Und ja, die nächste Folge wird dann ein bisschen kürzer. Weil sonst schaffe ich das einfach gar nicht mit dem Produzieren. Ich habe zwar gerade übelst viel Bock auf Minecraft und es macht auch total viel Spaß, hier lange Folgen zu machen. Aber es geht natürlich nicht jeden Tag. So, das Bett nehmen wir uns mit. Und Holz nehmen wir uns mit. Holz nehmen wir uns mit. So, alles klar, wieder zurück. Und dann pennen wir direkt am Heldenberg. Allerdings wird das nicht gehen, weil da sind Monster in der Nähe. Deshalb gehen wir hier ein bisschen weiter nach hinten und schlafen da. Über Löcher drin im Berg. Wenn die wieder zumachen, alter Schwede. Wir haben schon total viele Schallplatten. Wir sind die Schallplattensammler, so werde ich diese Folge nennen.